Ja, hallo, wir sind die Feli und der Fabi von Happy Hippocampus. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast und es freut mich einfach, dass du da bist, Dr. Johannes Marlow. Und ja, haltet euch fest, er ist Gedächtnisweltmeister und hat zig Gedächtnisweltrekorde aufgestellt. Und ja, wir haben uns über den Gedächtnissport kennengelernt und du warst schon am Anfang Vorbild eher für mich und ich bewundere einfach deine Leistungen. Und ja, außerdem ist er noch Gedächtniscoach. Gibt auch Nachhilfe für Medizinstudenten. Und ja, vielleicht magst du kurz dich selbst vorstellen und noch ergänzen, was ich jetzt vielleicht nicht erwähnt habe. Was du quasi vergessen hast, Genau, sozusagen. ja. Nee, eigentlich, ja, wie gesagt, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, heute mit euch hier quatschen zu können über das Thema. Es ist ein sehr interessantes Thema. Ich finde auch, es hat sich sehr, ja, sehr, sehr stark weiterentwickelt. Auch das Thema Gedächtnis und Medizin, gerade auf eurer Webseite. Ja, und ja, wie du schon gesagt hast, ich mache Gedächtnissport seit 13 Jahren jetzt auch schon. Darüber haben wir uns ja auch kennengelernt und war dann 2012 auch Gedächtnisweltmeister. Ja, und jetzt bin ich bei euch hier sozusagen und ja, freue mich hier zu sein. Ja, sonst auch eine Ehre. Ja. Genau, ja. Dann. Ja, du hast ja auch haufenweise Rekorde aufgestellt und deine ganzen Leistungen, also ja, dass du Gedächtnisweltmeister wurdest. Was ist denn dein Geheimnis? Also, wie hast du das alles geschafft? Also zum einen benutze ich einfach erstmal Gedächtnistechniken, das heißt also die Methoden, Routenmethode und so weiter. Aber dafür reicht es natürlich noch nicht, um Gedächtnisweltmeister zu werden. Die kann man sehr gut verwenden, muss man aber auch noch nicht, muss man dann aber auch ja, ein besonderes Ziel haben, zu sagen, ich möchte jetzt Gedächtnisweltmeister werden zum Beispiel. Und dann habe ich mich einfach wirklich auch darauf konzentriert, mich mir ein Ziel gesetzt und dann regelmäßig viel dafür trainiert. Täglich trainiert und versucht auch was Sachen zu verändern. Da muss man auch bereit sein, mal Sachen zu verändern, auf Sachen zu verzichten. Früh aufstehen zum Beispiel ist nicht so mein Ding. Und das habe ich dann einfach auch mal eine Zeit lang gemacht und den Biss gehabt, mich immer weiter zu verbessern und auch nach zwei, drei, dritten Plä zweiten, dritten Plätzen immer nochmal anzugreifen und nochmal einen draufzulegen. Und eine ganz wichtige Sache ist für mich gewesen, dass ich versucht habe, über meine Grenzen zu gehen. Also ich habe dann so ein Ergebnis. Und jetzt könnte man sagen, ach, bin ich ganz zufrieden, das ist ganz gut. Aber jetzt zu sagen, nee, ich gehe weit über meine Grenzen und mache dann viele Fehler am Anfang, aber dann reduzieren sich irgendwann die Fehler und damit hat es dann irgendwann auch geklappt. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Wie viel hast du dann immer am Tag trainiert? Ich habe dann, ja, ich habe ja auch noch ein Studium nebenbei gehabt zu dem Zeitpunkt und einen Job an der Uni und deswegen habe ich so 2, 3 Stunden am Tag geschafft, 2 Stunden meistens irgendwie und dann eben abwechslungsreich mit Trainingsplänen und so weiter, sich die Zeit gut einteilen, auch mal Pausen machen zwischendurch, ist auch ganz wichtig, also nicht nur wie bescheuert trainieren. Ja. Ja, und das hat dann ganz gut geklappt. Wie kann man sich das dann vorstellen? Wie läuft das ab? So ein Gedächtnistraining, sitzt man dann am Computer oder ja, wie läuft das ab? Also so eine Meisterschaft ist ja so, dass man. Es ist eigentlich wie eine große Prüfung. Du kennst es ja so ein bisschen. Alle sitzen so über ihren Zettel gebeugt und lernen irgendwelche Sachen auswendig. Man kann da auch nicht viel sehen. Und letztlich hole ich diese große Prüfung zu mir nach Hause. Das heißt, die Situation, die ich im Wettbewerb habe, die stelle ich zu Hause nach. Also ich drucke mir die Zettel so aus, stelle mir meine Stoppuhr hin und habe meine Süßigkeiten auf dem Tisch, meine Nüsse oder was auch immer. Und dann trainiere ich genau so, wie es nachher im Wettkampf ist. Und das kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen. Also egal für was es ist, am besten die Situation, die man dann vielleicht auch in der Prüfung hat später, zu Hause schon mal nachstellen. Dann ist man nicht mehr so aufgeregt. Und so habe ich es mit den Wettkämpfen im Grunde auch gemacht.